Neben mir steht jetzt Frau Sigrid Fleckl. Sie ist langjährige Mitarbeiterin hier in der Obersteirischen Molkerei und Sie wissen am besten, was es alles Gutes hier zu kaufen gibt. Bei uns gibt es die guten Käse aus der Region, von mild fein über geschmackig bis kräftig herb. Alles an Milch- und Käseprodukten. Und es gibt immer wieder was Neues im Sortiment. Ganz neu haben wir jetzt die Scheibletten vom Gouda, Bergkäse und Murramer. Abgesehen jetzt davon, dass man hier alles Leckere kaufen kann rund um Käse und Milchprodukte, bietet ihr einen weiteren Service an. Richtig, und zwar richten wir gerne auf Vorbestellung Käseplatten oder auch Geschenksboxen, die immer beliebter werden bei unseren Kunden. Und jetzt halten Sie hier so schön einen neuen Käse, der mir noch gar nicht so bekannt war, aber die Käsekenner kennen den sicher. Das ist nämlich ein Murauer Braumeisterkäse. Wie lange gibt es den schon und wie schmeckt er? Oh, den gibt es schon so ungefähr 4-5 Jahre jetzt hier bei uns im Geschäft. Also er ist nicht überall erhältlich, aber hier bei uns. Und der ist sehr gut für Kaspresknödeln oder für Kässpätzle. Sehr beliebt. Dann bedanke ich mich, Frau Fleckl. Danke fürs Interview. Kommen Sie hierher. Es gibt, wie gesagt, nicht nur alles hier von regionalen Bauern geliefert, also wirklich ganz gute Qualität. Und wie gesagt, auch den Service, vielleicht das passende Geburtstagsgeschenk oder für die nächste Party eine Platte richten zu lassen. Auch hier sind Sie richtig bei der obersteirischen Molkerei. Wir bleiben jetzt gleich hier in Murau. Das ist nämlich unser Stichwort für die Bierwanderung im Zuge von Global Bier. Die gab es nämlich am Greischberg mit dem Bierpapst Konrad Zeidl und da ging es von Hütte zu Hütte. Genuss und Spaß mit Bierpapst Konrad Zeidl gab es beim Bierwandertag am Sonntag, den 7. Juli 2019 am Greischberg. Beim Bierwandertag ging es von Hütte zu Hütte. Kulinarische Stationen boten dabei der Greischbergwirt, die Rieglerhütte, Berg 7, der Grillboden und das große Finale bei der Kastanienbar in der Talstation. Zur Stärkung gab es Nordseebiere, das neue Greischbergpilz sowie Spezialitäten aus der Region und von der Waterkant. Sowas müsste man eigentlich alle Jahre machen, dass man das Thema Kulinarium, Bier, Wandern, Berg, das passt gut zusammen. Wir haben dort die Murauer Brauerei und diese Kombination Murauer Bier Greischberg ist sowieso meiner Meinung nach unschlagbar und das sollten wir, glaube ich, öfter machen. Und wenn man jetzt in die Runde schaut, das kommt gut an, schon um 10 Uhr Vormittag, 11 Uhr Vormittag, super Stimmung. Hier auf 1760 Meter ist man nicht nur mit jedem per Du, sondern auch in Bierkonsumlaune. Sehr gut, vor allem bei diesen Temperaturen, wo es nicht so heiß ist, passt das Bier extrem gut, weil es doch verinnerlich sehr wärmt. Bier wird ja auch als Nahrungsmittel bezeichnet. Wie ist das jetzt bei einer Wanderung? Sollte man da mehr Bier einpacken oder doch mehr Jause? Also Bier ist auch schon ein Essen, ja? Also man kann bei einer Wanderung durchaus das eine oder andere Bier trinken, besser aus der Flasche als aus der Dose, weil man muss ja die Flaschen wieder zurücknehmen, man muss nichts in der Natur lassen. Und wenn man es nicht übertreibt, bringt es einen schön weiter. Ich habe das bei Märschen gemacht, wenn wir im Bundesheer bei Auslandsmärschen waren, da hat man alle 10 Kilometer eine Flasche Bier getrunken, da kann man ruhig 40, 50, 60 Kilometer marschieren. Im Zuge des Global Bier Kulturfestivals hat die Brauerei Murau gleich drei neue Biersorten kreiert und ins Leben gerufen. Neben dem Stiftsbier Lambertini sind dies das Ausstellungsbier Global Bier und das Greischberg Pilz. Bierpapst Konrad Zeidl betont dabei die positiven Effekte der Globalisierung. Dieses Bier ist eins, das zeigt, wie globale Einflüsse auch hier in die Steiermark hereinwirken. Wir haben hier mal ein richtig schönes, herbes Pils, hat ein bisschen einen norddeutschen Charakter und es trinkt sich wunderbar. Und das ist der positive Effekt der Globalisierung. Ja, das Greischberg-Pilz ist eine Symbiose von zwei starken Marken bei uns in der Region, also vom Murauer Bier und dem Greischberg, der unsere Tourismusdestination Nummer 1 ist. Und hier gemeinsam im Rahmen von Global Bier dieses Projekt zu entwickeln, war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, es ist erstens vom Geschmack her sehr gut geworden und zweitens auch die Aufmachung wird sicher gefallen, sodass es länger anhalten wird. Ja, das Global Bier, das ist auch der Name davon, ist ein Spezialbier, 13-gradiges Bier mit feinen Hopfennoten, untergärig und einer sehr, sehr starken Schaumdecke.
Der Kreisberg-Sommer wird immer attraktiver und die Angebote dahingehend ausgebaut. Also was wir in den letzten Jahren spüren, ist, dass der Bergsommer immer attraktiver wird. Wir spüren es, dass die Leute im Sommer auf den Berg rauf wollen, insbesondere auch die Familien. Wir haben dem Rechnung getragen am Berg, dass wir auch Aroben-Angebote geschaffen haben. Wir haben seit 3 Jahren den Disc-Golf-Park hier auf 1800 Meter, wo man einen 9-Loch- und einen 5-Loch-Parcours bespielen kann. Ein toller Spaß für die ganze Familie. Und wer spektakulär haben will, der kann dann mit einem Mountain-Kart oder mit Monsterrollern ins Tal hinuntersausen. Rein touristisch gesehen haben wir gewaltige Zuwächse im Sommer auch zu verzeichnen. Der Winter geht ja sehr gut. Und mit dem Hüttenangebot hier am Kreisberg und speziell, weil die Gondel ja jetzt dreimal in der Woche im Betrieb ist, wird das von unseren Gästen sehr, sehr gut angenommen. Das Thema Bier mit der Murauer Brauerei, die ja auch sehr weithin bekannt ist, speziell im Wiener Raum und auch, das ist ja unser touristischer Hauptmarkt, sind die Menschen, die Gäste, die zu uns kommen, mit dem Thema Bier in Wien konfrontiert, Murauer Bier, und jetzt mit unseren Initiativen Wandern hier in der Gegend am Kreisberg, am Hausberg, ist das natürlich eine ideale Kombination, Thema Bier und Wandern, eine Erfolgsgeschichte für die Zukunft. Eine Veranstaltung, die man ruhig öfters machen sollte. Naja, also ein Frühschoppen, umgarnt von ausgezeichneten Garnelen und einem super Leberkäse, ist schon was Spannendes und nicht Alltägliches. Und jeder, der nicht teilnimmt, hat heute was versäumt. Bierwandertag mit Bierpapst Konrad Seidel. Genuss am Kreisberg mit Bier und Kulinarik.